So, da oben haben wir eine Heldenquest. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Deswegen mache ich das als erstes. Ja, wie gesagt, mir ist das letztendlich egal. Hier ist noch eine Quest. Wer an meiner Seite ist. Weil wird eh nur heilen. Einen Moment bitte. Scan der Signale. Abwarten. Da. Agent Baiso, zu euren Diensten, mein Sith Lord. Ich vermelde mit Genugtuung, dass die Republik meine Überwachung wieder einmal nicht verhindern konnte. Ich habe mich in ihre Kommunikation eingeklinkt und ihr neuestes Geheimnis entdeckt. Anscheinend hat die Republik ein altes Anwesen in ein Rüstungslager verwandelt. Was soll ich dagegen tun? Dies sind höchst brisante Informationen. Ich gebe sie an euch weiter, weil wir sofort zuschlagen müssen. Laut Direktive 629-1 müssen Strukturen der Republik, die dem Wiederaufbau von Taris dienen, vernichtet werden. Ich habe einen Luftangriff angeordnet, aber die Republik verzerrt meine Signale. Es gibt nur eine Möglichkeit. Jemand muss die Basis der Republik infiltrieren, die Signalstörer deaktivieren und dann den Luftangriff manuell anfordern. Je schwieriger, desto besser. Macht die Störer der Republik kaputt und benutzt dann diesen Richtlaser von einer erhöhten Stelle aus. Den Rest erledigt die imperiale Flotte. Nun gut, machen wir. Kein Ding. Kein Ding, kein Ding. Achso, ich wollte hier mal gerade. Das habe ich nämlich gerade gesehen. Schauen. Man kann doch irgendwie das alles anpassen. Dass das halt nach dem Oberteil aus. Sieht. So sieht er zumindest einheitlich aus. Finde ich ein cooles Feature, wenn ich ehrlich bin. Das könnte sich zum Beispiel Blizzard mal abgucken. Wobei die ja inzwischen auch zumindest so weit sind, dass man sagen kann, durch das Moggen, was die Aua, Leute tragen und was nicht. Also zumindest vom Aussehen her. Meine ich jetzt. Man konnte sowieso sagen, was sie tragen sollen und was nicht. Aber ich meine jetzt nur rein optisch. Dass ja nicht alle 500 Krieger gleich aussehen. So, dann müssen wir hier rum und die nächste direkt rein. Ich bin mal gespannt. Das alles so klappt, wie wir es denken. Also wie ich mir das denke. Weiß ja nicht, was ihr euch so denkt. Wahrscheinlich denkt ihr euch die ganze Zeit, was macht ihr da eigentlich? Oh. Gut, dass ich mit denen nicht zusammenspielen muss. Der spielt so scheiße. Geht auf keine Kuhhaut. Sein Char kann er nicht spielen. Seine Gefährten sind das Letzte. Zumindest nimmt er jetzt Jessa mit. Hört er zumindest einmal auf uns. Oh. Dass der 52 geworden ist. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was ihr so denkt. Kann ja keine Gedanken lesen. Nur Kommentare und da steht ja nicht immer viel. So. Wenn ich da schon wieder höre. Ach, guck mal. Was macht sie denn da? Da-da-dam-dam-da-dam. Du, der schießt auf dich, Jessa. Ich wollte dir das nur gesagt haben, nicht, dass wieder heiße, du sagst ja gar nicht, wenn der auf mir rumschießt. Warum sagst denn du nix? Immer sagst du mir nix. Da-da-dam. Aber inzwischen habe ich mich zumindest meistens daran gewöhnt, dass er hier am Rumstöhnen ist. Wie so ein
Pornostar. Hallo? Finde ich ja schon mal gut. So. Brauchen wir die hier? 30 Stück. Naja. Brauchen wir jetzt auch übertrieben, aber... E-I-E-I-O. Old McDonald's hat eine Farm. E-I-E-I-O. Was drücke ich hier eigentlich immer? Dieser komische Stapel aktivieren. Ja, wird schon richtig sein. Kann ja nicht schaden, mal was zu drücken. Ne? Denke ich mir so. So. Die Jessa. Die macht das richtig. Kann sich so mancher Spieler noch was abgucken. Mit, Stun und Ground-Kontrollen. Tju. Ja, ein bisschen CC tut niemandem weh. Also, Maus, hallo? Ah ja. Hallo, Herr Jedi. Ja, toll. Den musst du jetzt natürlich einlullen. Ist noch ein gelullt hier? Okay. Dann ist ja gut. War hier nicht irgendwo so ein Datacron-Gedöns? Oder war das woanders? Ach, keine Ahnung. Ist ja nicht so, als wenn ich mich hier auskennen würde. Hallo. So. Finde Private Lad. Letty. Letty Konfetti. Darüber könnte man noch. Und dahin könnte man auch noch. Moin! Nee, jetzt gehe ich nicht woanders hin. Meinetwegen kannst du dich um den da kümmern. Das ist mir egal. So. Weckuck. Macht das hier eben kaputt? Die macht das schon. Was ist das hier? Lalalala. Private Azabi. Sie macht ja doch Schaden. Man muss ihr nur genug Zeit geben. Dann geht das. Okay. Oh, mal gucken, ob wir hier wieder rüberkommen. Hüpf, hüpf. Ne, jetzt springen wir da einfach mal hoch. Ja, hier gibt's nix. Vermutlich wäre man da auch ganz normal rübergekommen. Ah. Hier ist noch ein Private. So. Hä? Hallo? Hallo? Machst du mal was? Okay. Deep
Jason Broke? Was ein Name. Naja, gut. Man soll sich ja nicht über fremde Namen. Lustig machen. Hätten wir da oben lang gemusst? Sieht so aus. Super. Ja gut, dann können wir hier nochmal ein paar Tüten. Wir brauchen ja sowieso noch ein paar. Ach Jessa, nimm doch nicht immer den, den ich gerade angreife. Hohle Nuss. Weißt du, da lobst du die einmal, ne? Und schon sind die nur am Mist bauen. Ist immer dasselbe. So, du bist weg. Und du bist auch weg. Okay. Wo ist denn der letzte, den wir retten sollen? Oh. Kommst du her? Sollst du dich hier im Gebüsch verstecken? Komischer Jedi. Ich finde es schade, dass manche Spiele so ein bisschen, ich will nicht sagen tot sind, aber dass die Gebiete halt tot sind. Ich meine, da macht es Blizzard ja ganz gut. Die benutzen ja auch die alten Gebiete immer für neuere Add-ons. Nicht immer und nicht so super viel, aber zumindest so ein bisschen immer. So, dass man zumindest nicht immer das Gefühl hat, man wäre alleine auf der Welt. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja warum? Du willst doch der Held sein, der eine und nicht einer von 50.000. Also ich persönlich muss nicht der eine Held sein. Ich bin gerne neben anderen Helden der Held. Also so ein Teamheld. Und daher finde ich das nicht schlimm, wenn es denn andere Helden gibt. Gut, das mögen vielleicht andere anders sehen. Aber ich finde, in einem MMO muss ich nicht der eine Held sein. Da langt es denn, wenn ich ein Singleplayer der eine Held bin. Wenn ich das denn unbedingt ausleben möchte. Kann man ja machen, wie man will. Aber ich glaube einfach, den meisten ist das völlig egal. Ich glaube, viele sehen sich auch gar nicht als der eine Held. Verschollener Trupp. Wo soll denn das sein? Also zum Beispiel in WoW heißt es ja nicht, du bist der eine Held, sondern du bist der eine Champion. Und Champions gibt es ja immer, ne? En masse. Von daher macht's mir persönlich nichts aus. Aber ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja anders. Könntet ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne der eine Held seid, wo euch das auch so völlig egal ist. Ob ihr jetzt ein Held seid oder ein Trupp von Helden. Man kann ja zum Beispiel einfach mal die Star Wars Reihe nehmen. Da gibt es ja auch nicht nur einen Helden.
Da sind ja auch verschiedene. Sind wir jetzt fertig hier mit dem? Nö, ne, fehlen noch 4 Stück. Da gibt es ja auch verschiedene Helden. Hä? Also, der soll doch hier irgendwo sein. Wo soll der denn sein? Wo soll er denn sitzen? Wo soll der denn sitzen? Den da habe ich. Den da habe ich. Und den da hinten habe ich. Bin ich denn blind? Meint bestimmt, aber. Oh, warte mal. Nee, nee. Stimmt schon. Aber wenn der Heiler nicht da ist, dann könnte das schon passieren, weil man nicht drauf achtet. Ja, weil man ja zum Beispiel in dem Film sieht, da gibt es dann Luke Skywalker, es gibt Prinzessin Leia, es gibt R2-D2. Das sind jetzt nicht die typischen Helden, aber irgendwo sind es ja die Helden aus den Filmen. Auch wenn viele sagen würden, ja, weil, aber zum Beispiel Han Solo ist ja jetzt nicht unbedingt ein Held. Wie gesagt, er ist halt nicht der typische Held. Aber irgendwo ist er ja schon der Held der Geschichte mit. Oder ein Held der Geschichte. Finde ich zumindest. Hä? Ich weiß nicht, wo der sein soll. Der soll hier irgendwo sein. Aber ich sehe den nicht. So. Oh, warte. Warte. Hast du gerade meine Jessa geblendet? Du Schweinehund. Du Schweinehund. Nur gut. Er ist hinüber. Tja. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Private Heroes. Wo ist denn der Privat? Privatieros, wo bist du? Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich einfach nicht. Dö, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich möchte jetzt aber auch keine 7 Stunden rumsuchen. Da fände ich mich auch öde. War das? Achso, da war der Generator. Tja, ich gehe mal zu dem letzten Generator. Vermutlich verschwindet dann die Bonusquest sowieso. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass der da irgendwo ist. Ja, sehe ich auch so.
So. Hinüber. Herunter. Und weg, Kikowski. Da, da, da.